Guten Tag, mein Name ist Andreas Bell und ich möchte Ihnen das Buch empfehlen, Die Besteigung des Rum Doodle von William Bowman. Wenn Sie ganz trockenen britischen Humor lieben und vielleicht sogar noch ein heimlicher Armchair-Traveler sind, dann werden Sie die größte Freude an diesem Buch haben. Es handelt von der Besteigung des bekanntermaßen höchsten Berges der Welt, des Rum Doodle, mit weit über 12.000 Metern im Himalaya gelegen. Sie können sich vorstellen, dass die Reisegesellschaft, nämlich typisch Londoner Abenteurer, keine Ahnung von ihrer Materie haben, sei es der Navigator, der Koch, der Arzt oder die übrigen angeblichen Experten fürs Bergsteigen. Sie scheitern in größtmöglicher Noblesse und ausgesprochen stilvoll. Ein kleiner Auszug. Am nächsten Morgen war niemand marschfähig. Burley lag als Reaktion auf seine großartige Leistung vom Vortage wieder mit Gletscherträgheit danieder. Prone, das ist der Arzt, wurde von heftigem Kribbeln geplagt. Die anderen klagten über Gletscherdepressionen und drängten Prone, ihnen Champagner zu verschreiben. Der aber war unglücklicherweise zu krank, um sich um sie zu kümmern. Und ich scheute vor der Verantwortung zurück, auf eigene Faust eine so starke Arznei zu verschreiben. Ich brauche kaum zu erwähnen, dass der Champagner ausschließlich für medizinische Zwecke mitgenommen wurde. In diesem Stil geht es weiter. Das Buch liest sich in einem Rutsch weg, entfaltet leider ähnlich wie Champagner eine suchtartige Wirkung, aber man ist nachher in einer wundervollen anderen Welt gewesen und scheut sich vor keinen Niederungen des täglichen Lebens mehr zurück, weil man sieht, wie man sie stilvoll meistert. Klare Empfehlung, viel Spaß beim Lesen und Gott schütze die Königin.